so erholt sich. Zum Essen gibt es da unten noch immer keine Ratte. Wir müssen einheizen. Sogar dringendst. Wir brauchen auf jeden Fall 5. Material hätten wir sonst dann genug. Also einheizen. Wie viel Wasser haben wir? Wir haben 9 Wasser. Wir haben noch etwas Schnee. Wir haben aber keinen Filter mehr. Das können wir noch herrichten. Das nehme ich dann für die Altstadt oder so. So, und jetzt wieder ab ins Bett. Hey, Katja war auf einer Suche, vorrücken wir zurück. Es ist alles gut. Ich bin wieder da und ich habe und in einem Stück bin auch etwas müde. So, kann ich lenken? Kann ich. Wie erbärmlich wir doch geworden sind. Wir müssen stehlen, um zu überleben. Ja, das Spiel reagiert schon ein wenig auf Karma. Zumindest deren Gemüt tut es. Sie ist wieder deprimiert. Konsumiert eine Tasse Kaffee pro Tag 1. Wir haben noch Kaffee übrig. Die Brechstangen gibt bald den Geist auf. Außer Munition und einer Schussweste haben wir eigentlich nichts zum Handeln. Leider gibt der Ofen mir überhaupt nichts aus. Aber Tag 16. Tag 16 haben wir schon. Wir werden den Tag jetzt einfach überspringen. Tankstelle. Was war da noch? Eine Menge Waffen. Sie geht plündern, nimmt die Säge mit. Und ich glaube an Dietrich. Ja. So machen wir's. Säge mit, Dietrich mit. Zum Heizen haben wir noch genug. Das Beil reicht auch noch aus. Da ist nichts, oben ist auch nichts. Da ist nichts, da ist nichts. Okay. Dann haben wir da, glaube ich, das ganze Sammelsorium.
Juhu, wieder ein Buch. Ach hier, und unten ist noch Schmuck. Das ist auch weg. Entschuldigung. Habe es mir noch gedacht, dass man das noch aufbrechen muss. Das wäre sonst zu euphorisch gewesen. Viele Bücher, viel Schmuck. Das war cool. Das hat ja leider der andere Mann oben gesucht. Der Schmuck seiner Verlobten oder seiner Geliebten und ist dabei von einer Granate getroffen worden. Das interessiert mir recht wenig. Es ist mir sogar sehr egal. Die Zigaretten kann man handeln. Erst nochmal müssen wir hier nicht hergehen. Ist da von draußen noch was? Auch nicht. Auch nicht. Gut. Das war's. Danke für Ihren Besuch. Zu essen haben wir jetzt leider nichts bekommen, gell? Tag 17. Es war sehr ruhig. Wir haben Bandagen und Alkohol zum Handeln. Wir haben eine Menge Zucker. Ich würde sehr gerne jetzt an die wieder etwas reden lassen, weil es beruhigt sie einfach. Deprimiert, sehr müde. Schau. Ja, das wird nicht wesentlich besser. Etwas Unterstützung wäre wieder nicht schlecht. Muss ich echt so sagen. Wir haben keinen Filter. Einer von beiden muss was essen. Jawohl, da unten ist was in die Falle gegangen. Wunderbar. Das hast du. Konnten die anderen auch noch was essen? Gleich wieder einen Köder reinlegen. Sehr gut. Ich glaube, auf der Baustelle kommen noch sehr viel Material organisieren. Du ihnen einfach sowas zu essen geben? Ich glaube, man kann es auch, wenn jemand sehr hungrig ist. Jawohl, perfekt. Los, Katja, iss was. Hm.
Ja, das glaube ich gern. Aber jetzt musst du dich ausruhen. So, und den Tag lassen wir so ausklingen. Sie geht plündern, sie steht Wache. Altstadt. Ach, auf der Baustelle können wir nicht. Tankstelle brauchen wir nicht, zerstörte Villa will ich nicht. Ja, dann habe ich wieder ein Reisebüro. Und sie nimmt eine Schaufel mit. Ne, brauchen wir eigentlich auch nicht, weil wir können ja... Sie nimmt nichts mit. Sie geht einfach so. Und mit etwas Glück können wir sehr viel tragen. Schön, aber... Oh, da kommen wir wieder nach oben. Schau, ich möchte da links nach oben. Okay, hätte keinen Unterschied gemacht. Das ist gut als Köder. Da könnte man wieder was Wertvolleres finden. Den kann man sogar sehr gut handeln. Hüpf. Grazil wie ein deutscher Truppenpanzer. Jackpot. Eins, zwei, drei, vier. Das noch weg. Damit der jetzt einmal richtig eingeheizt. Genau so soll es sein. Hat sich gelohnt.